Raus aus der Champions League, nur 2 Siege in 5 Spielen, kommt nun der große Umbruch bei Paris Saint-Germain. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Transfermarkt-Show. Mein Name ist Madeleine. Schön, dass ihr heute bei meinem Debüt dabei seid. Und ja, würden wir hier nicht über PSG reden, würde man wahrscheinlich sagen, ach, das wird schon. Aber wir reden hier nun mal über einen der Top-Clubs in Europa mit Spielern wie Messi, Neymar, Mbappé und vielen weiteren Topstars. Und deswegen habe ich euch mal 3 Gründe rausgesucht, weshalb jetzt der große Umbruch kommt. Starten wir also mit Grund Nummer 1. Wie verschiedene Medien berichten, wollen die Franzosen den Transferguru Michael Edwards. Der ist derzeit aber noch beim FC Liverpool unter Vertrag und gilt dort als Vater der jüngsten Erfolge. Edwards ist seit 2011 beim FC Liverpool unter Vertrag, wurde 2016 sogar Sportdirektor und holte Stars wie Virgil van Dijk, Mo Salah und zuletzt auch den Shootingstar Luis Diaz. In seiner Amtszeit fallen der Champions League-Titel 2019, ein Jahr darauf die Meisterschaft. Edwards hat bereits angekündigt, er möchte seinen Vertrag bei den Reds nicht verlängern. Der Transferguru hat in England also alles erreicht. Vielleicht wird ja jetzt Zeit für einen Tapetenwechsel. Grund Nummer 2. Viele Superstars wollen den Club verlassen. Die Gerüchte um Kylian Mbappé sind ja schon lange keine Gerüchte mehr. Er wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Und laut der Marca will Real Madrid sogar rund 80 Millionen Euro für seinen Wechsel zahlen. Doch wer kommt? Die heißesten Kandidaten auf eine Mbappé-Nachfolge sind Rafael Leao von AC Mailand, Christopher Nkunku von RB Leipzig und Marcus Rashford von Manchester United. Starten wir mit Rafael Leao. Laut Informationen der Gazzetta dello Sport bieten die Pariser rund 70 Millionen Euro für ihn. Er spielt links außen, genauso wie Mbappé. Ob die Mailänder aber einem Verkauf zustimmen, ist noch unklar, denn sein Vertrag geht noch bis 2024. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht auch Marcus Rashford ganz oben auf dem Zettel. Er soll sich momentan bei Manchester United nicht ganz so wohl fühlen, weil er einfach zu wenig Spielzeit bekommt. Er ist allerdings noch ein Jahr an den Club gebunden. Wie die Grafik unserer Kollegen Matchmetrix zeigt, sieht man auch, wie wenig Spielzeit Rashford bei Manchester United hat. Er ist in allen Punkten ganz weit hinter Kylian Mbappé, außer beim Kopfball. Bei Rafael Leao sieht man hingegen, was für eine starke Saison er bei AC Mailand hingelegt hat. In fast allen Punkten kann er mit Kylian Mbappé mithalten. Beim Zweikampf ist er sogar stärker als er. Kommen wir zu Kandidat Nummer 3. Christopher Nkunku spielte bereits bei PSG, wechselte dann 2019 zu RB Leipzig. Wenn das mal kein großer Fehler war, denn Paris, die investierten natürlich lieber Millionen in Superstars, anstatt in ihr Eigengewächs. Dank seiner starken Entwicklung in der Bundesliga steht Nkunku im Fokus zahlreicher Spitzenclubs und offenbar auch wieder bei PSG. Auch der Franzose selbst ist von einer Rückkehr nicht abgeneigt, wie er dem französischen Sender Téléfoot sagte. PSG hat mich geprägt. Ich liebe den Club sehr. Ob ich eines Tages zu PSG zurückkehren werde? Warum nicht? Falls die Pariser also ihren Fehler von 2019 wieder gut machen wollen, müssten sie sehr tief in die Tasche greifen. Denn Nkunku ist noch bis 2024 an RB gebunden. Und wie stark Nkunku in der Bundesliga geworden ist, sieht man bei der Statistik von Matchmetrix. In fast allen Punkten ist er genauso stark wie Kylian Mbappé, vor allem beim Zweikampf und in der Toreffizienz. Im einzigen Punkt, wo er vielleicht etwas zulegen muss, sind die Abschlusspositionen. Neben Mbappé wackeln aber auch Spieler wie Messi und Neymar. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Messi sich einfach nicht wohlfühlen soll an der Seine. Das bestätigte jetzt auch sein Freund Dani Alves. Für mich sieht es so aus, dass Leo keine Freude hat. Er ist aus meiner Sicht fehl am Platz. Ich sage etwas, das mir Leo immer gesagt hat. Wo wirst du besser sein als hier? Er hatte recht damit. Ich habe es selbst erfahren. Alves hofft also auf eine Sensationsrückkehr von Messi. Ja, ich denke, da ist er nicht der Einzige. Sein Vertrag läuft aber noch bis 2023. Und auch Neymar soll sich nicht wirklich wohlfühlen. 2017 wechselte er für eine Rekordsumme von 222 Millionen Euro. Aber so richtig gezündet hat der Brasilianer noch nicht. Und nach dem Aus in der Champions League wurden er und Messi ordentlich ausgepfiffen. Ja, ich denke, die Fans, die haben sich bei diesem Megatransfer auch was anderes vorgestellt. Er steht allerdings noch 3 Jahre bei Paris unter Vertrag. Sicher ist aber der Abgang von Angel Di Maria. Sein Vertrag läuft schon Ende Juni aus und laut der RMC Sport will Paris Saint-Germain mit ihm nicht mehr verlängern.
Ein Nachfolger soll auch schon feststehen, Ousmane Dembélé vom FC Barcelona. Der blüht aber gerade unter Xavi richtig auf. Grund Nummer 3, nach nur einem Jahr soll Trainer Mauricio Pochettino den Verein bereits wieder verlassen. Laut der englischen Zeitung The Times ist das auch schon beschlossene Sache, nur der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Nach dem Aus in der Champions League ist PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi nämlich fest entschlossen, einen neuen Coach zu holen. Ganz oben auf dem Wunschzettel steht Zinedine Zidane. Der ist momentan ja vereinslos und kennt sich bestens aus mit Champions League-Titeln. Ja, all die genannten Gründe sprechen, wie ich finde, eindeutig für einen Umbruch. Denn die Pariser wollen endlich die Champions League gewinnen. Doch dafür muss sich was ändern. Denn trotz der Top-Besetzung im Kader funktioniert es in der Königsklasse einfach nicht. Das war's dann für heute. Nächste Woche gibt's dann wieder eine neue Folge. Bis dahin, tschüss.